Ja, grüß dich, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von dem Mercedes L1113, und zwar der 20. So, und natürlich schauen wir uns das Heft an, dann die Bauteile, und dann schauen wir an, was wir bauen können. So, und ich wünsche euch natürlich wieder viel, viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, gebt einen Daumen nach oben und ich würde sagen, starten wir los. So, die 20, schauen wir rein. Auf der linken Seite ist natürlich das Inhaltsverzeichnis. Auf der rechten Seite seht ihr wieder die Bauteile, die mit dabei sind. Ne? Und zwar ist es die hintere Feder, und zwar Teil 3. So, hier haben wir wieder diesmal ein kurzes Schritt-für-Schritt an Bauanleitung. Und dann geht es auf der rechten Seite weiter mit der Kurzhaber-Story, und zwar das lange Warten auf den Kurzhaber. Ne, das wird natürlich schön wieder erklärt auf mehreren Seiten, ne, auf viel mehreren Seiten. Und dann haben wir die Geschichte von Daimler-Benz, und zwar 1928, erster großer Wendepunkt. Ne, das wird natürlich auch wieder schön breit erklärt. Und wenn wir umblättern, haben wir berühmte LKW-Marken, und zwar der Hanomag, Qualitätsarbeit aus Hannover. Ne. Viele Bilderchen sind mit dabei und ja, viel Schrift natürlich auch. So, und hier sieht ihr nochmal einen Ausblick auf die Ausgabe 21 mit den dazugehörigen Bauteilen. Aber wir schauen uns erstmal die Bauteile von der Ausgabe 20 an. So, aufblättern. Hier haben wir das schöne Paketchen. So, das tun wir mal weg. Auch weg. Was haben wir denn da so Schönes? Auf jeden Fall haben wir die rechte obere Hinterfeder. Ne? Kommt aus Metall und schön lackiert. Des Weiteren haben wir hier das Teil, das ist ja, die Unterlegplatte. Das kommt aber aus Kunststoff. Ne? Schwarz, Kunststoff. Und wir haben zwei Welzböcke, die kommen natürlich wieder aus Metall. Ne? Schwarz lackiert. Schön. Und natürlich ein Päckchen Schrauben, und zwar EM. So, und jetzt gucken wir mal, was wir machen können. Denn wir nehmen erstmal unsere Karosserie. Und ja, die ist schon so lang, damit ich mein Plättchen oder meine Ausgabe ein bisschen weiter weg tun. Und zwar kommt ein Walzbock, heißt das richtig? Walzbock, genau. Kommt gegenüber von den anderen, also sozusagen hierher. Na? Hier haben wir unsere zwei schon dran, und so, also hier wird der Welzbock dann montiert, ne? Und das ist eigentlich die Spiegelung von den anderen, von der anderen Seite. Und ja, genau, EM-Schrauben du schon mal vorbereiten, denn wir brauchen wieder ein paar Schräubchen und natürlich, wo habe ich denn jetzt hin? Ein Schraubendreher. Schon mal eine ranmachen. So, die Welzböcke sind aber gleich. Ne? So, schon mal vor justieren. So. Und da kommen dann vier solche Schrauben, vier solche EM-Schrauben hinein. Ja. Denn mein Fehler war das letzte Mal oder vorletzte Mal, dass ich den Welzbock, glaube ich, war das, schon auf die andere Seite montiert habe, aber das war ja eigentlich alles für die andere, also für die linke Seite, und diese sind jetzt komplett für die rechte Seite gedacht. So. Ja. Und oben. Angepischt sind sie. Jetzt muss ich bloß noch mal ein bisschen festziehen. Dann nehme ich mal den anderen. Ja. Und ihr seht schon wieder, dass die Schrauben ziemlich schwergängig sind, was mir eigentlich gar nicht so gut gefällt,
Ne? Weil hier die Teile noch wackeln. So. Und das dürfen sie auch eigentlich nicht. So. Entweder sind die Schrauben in Mühe zu lang. Jetzt wird's fest. So, ne? Da haben wir schon mal den ersten Welsbock dran. Und natürlich geht es dann auch gleich weiter mit dem hinteren. Ne? Der hintere wird dann halt auch genauso gemacht wie der von gegenüber. Ja, genau. Und dann werde ich erstmal mit diesen einen Schraubendreher diese wieder vordrehen und dann mit den anderen Schraubendreher die nachziehen. So, also. Vordrehen. Ja. Wer sich fragt, warum keine R2D2-Ausgaben bisher wieder kommen, das ist deswegen, weil ich bis jetzt keine Ausgaben erhalten habe. Also keine weiteren Ausgaben. Ich hoffe mal, dass die dann diese Woche mitkommen, damit ich das eigentlich weiterführen kann. Weil da habe ich auch Bock drauf. Aber wie gesagt, man ist da immer ein bisschen drauf angewiesen, wie die das auch verschicken. So. Ja. Und da haben wir nämlich den hinteren Welsbock schon dran. So, und mehr gibt es in dieser Ausgabe leider nicht zu tun. Die zwei Teile hier, die kommen zu den Akten. Die brauchen wir wahrscheinlich in einem späteren Zeitpunkt. Und ja, wie gesagt, mehr ist es diese Ausgabe nicht. Ja, liebe Leute, das war die Ausgabe Nummer 20 von den Mercedes L1113. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen wieder gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen oben, ein Abo wäre natürlich nicht schlecht. Und dann, ja, schauen wir uns sehen uns dann vielleicht zur 21 wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende. Euer Tornado, haut rein. Ciao, ciao.